Das hier ist nur einer der vielen Tunnel unterhalb des Denver International Airport. Es ist ein Fluchttunnel, heißt es, der, wenn die Zeit gekommen ist, von den Eliten dieser Welt genutzt werden wird, um sich in geheime unterirdische Bunker zurückzuziehen. Doch wann und zu welchem Ereignis? Haltet euch fest für eine Verschwörungstheorie der besonderen Art. Damit herzlich willkommen bei Norman Investigativ. Unsere heutige Reise führt uns zum Flughafen von Denver, dem nachgesagt wird, es wäre das Hauptquartier der Illuminaten, die von dort aus den Weltuntergang planen. Doch warum sollten sie das tun und das ausgerechnet von einem Flughafen aus? Wenn ich an einen Flughafen denke, dann denke ich eher an sowas hier. Urlaub und Reisen zählen zu den schönen Dingen des Lebens und schön sollten sie beginnen, um diese Momente genießen zu können. Wie zum Beispiel hier am Flughafen von Singapur, einem Vorzeigeflughafen mit viel Raum für den Menschen und die Natur, wo bereits das Einchecken zum Erlebnis wird. Ganz anders die Situation in Denver. Hier fühlt man sich nicht nur beengt, sondern auch mit depressiver Kunst überladen. Was haben großflächige Endzeitszenarien auf einem internationalen Flughafen zu suchen? Oder diese Dämonen, die aus Koffern kriechen? Wie wäre es mit kaum wahrnehmbaren, unterschwelligen Botschaften, die auf ein Massensterben hinweisen? Alles nur Paranoia und Wahnvorstellungen? Das sei alles nur moderne Kunst, heißt es, und die einzelnen Kunstobjekte hätten miteinander nichts zu tun, geschweige denn würden irgendeinen apokalyptischen Code beinhalten. Ist dem so? Dann ist das hier sicher auch nur moderne Kunst und hat mit dem Weltuntergang so gar nichts zu tun. Ähnlichkeiten zu Katastrophenfilmen sind auch hier nur rein zufällig und werden meist auch nur von Verschwörungstheoretikern verbreitet. Und dann wäre da noch dieser 10 Meter hohe blaue Mustang, der da aufbrausend in der Einfahrt steht und an die apokalyptischen Reiter erinnert. Auch nur moderne Kunst. Sehr einladend dieser Flughafen in Singapur mit dem vielen Grün und dem Wasserfall, der uns eine Reise in das Paradies verspricht. In Denver hat man eher das Gefühl, auf die Zombie-Apokalypse vorbereitet zu werden. Doch was soll das? Ist das wirklich noch Kunst oder steckt ein geheimer Code dahinter? Lasst uns diese Kunstwerke mal etwas näher betrachten. Der Denver Airport besteht aus drei räumlich getrennten Gates, dem Gate A, Gate B und Gate C, die durch eine U-Bahn-Linie miteinander verbunden sind. In Gate C befindet sich diese Installation, die an eine Welt nach dem Menschen erinnert. Moderne Gebäude, die zu Ruinen zerfallen sind und von der Natur zurückerobert werden. Thank you.
Zweifelslos sind das keine Szenen aus der Vergangenheit, da die Architektur der unsrigen entspricht. Ein Ausblick auf die nahe Zukunft. In Gate A dürfen wir in entsprechender Position das hier bewundern. Auf den ersten Blick macht dieses Kunstwerk wenig Sinn, doch bei genauerem Hinsehen erkennen wir auf der rechten Seite unsere Kontinente, die im Norden von einem Schutzwall umgeben sind. Schutz vor einer drohenden Eiszeit. Und auf der linken Seite? Hier scheinen Schienen durch ein katastrophales Ereignis aus den Fugen gerissen worden zu sein. Dazu Straßen, die an einer Wand enden. Eine Anspielung auf geheime Schutzbunker in den Bergen. Wer den Flughafen von Denver kennt, würde meinen, dass zumindest in Gate B keine unterschwelligen Botschaften vermittelt werden, weil dort nur die Skulptur eines Astronauten steht. Ja, aber an welcher Mission nahm denn dieser Astronaut teil? Die Antwort finden wir hier auf dem Sockel bei Apollo 13, der einzigen Apollo-Mission, die beinahe in einer Katastrophe endete. Houston, we have a problem. Von Apollo 13 bis zur Endzeit. In allen drei Gates wurden Katastrophen zum Thema gemacht. Doch warum? Ist ein Flughafen überhaupt der richtige Ort für sowas? Und draußen vor der Tür steht ein Pferd mit dem Spitznamen Lucifer, der an die apokalyptischen Reiter erinnert. Und da sind noch mehr Verbindungen, die auf den ersten Blick übersehen werden. Das hier ist das Missionsemblem von Apollo 13. Drei goldene Pferde, die zum Mond aufbrechen. Auf ein goldenes Pferd stießen wir bereits in meinem vorletzten Video, dem Montauk-Projekt, zu finden auf meinem YouTube-Kanal, und auch dieses Pferd hatte was mit dem Weltuntergang zu tun. Vor dem Denver Flughafen steht ebenfalls ein Pferd, das mit der Apokalypse in Verbindung gebracht wird, doch dessen Farbe ist blau. Wie passt das zusammen? Welcher Code verbirgt sich dahinter? Geheimbünde arbeiten oft mit subliminalen Botschaften und dazu zählen auch Farben wie Blau und Gold, Schwarz und Weiß, die in dieser Kombination oft in Freimaurertempeln zu finden sind. Zurück geht das Ganze auf die alten Ägypter, wie den hier, Tutanchamun. Die Kombination Gold mit Blau ist hier nicht rein zufällig gewählt und hat auch nicht nur mit Sonne und dem Himmel zu tun. Blau und Gold sind auch ihre jeweiligen Antifarben wie Schwarz und Weiß. Damit reiht sich das blaue Pferd vom Denver Flughafen schon zu den goldenen Unglückspferden aus Apollo 13 und dem Endzeitpferd aus dem Montauk-Projekt, denn Blau und Gold sind ja Antifarben. Lasst mich euch das etwas näher erklären. Hier haben wir ein Bildbearbeitungsprogramm wie Photoshop und darin habe ich das blaue Pferd eingefügt. Die Antifarbe bzw. Umkehrfarbe erhalten wir, wenn wir hier auf Invertieren klicken. Aus Blau wird dann Gold. Setzen wir das goldene Pferd hier ein, erkennen wir eine Übereinstimmung. Es ist ein ebenfalls in Antifarbe kodiertes goldenes Pferd. Machen wir die Gegenprobe. Wenn das Blau dieses Pferdes beim Invertieren zu Gold wird, müsste dann das Gold dieser Pferde beim Invertieren nicht umgekehrt auch zu Blau werden? Und siehe da, aus Gold wird tatsächlich Blau.
Das Ganze nochmal mit dem Montauk-Pferd und auch dieses wird blau, wenn man die Farben invertiert. Setzen wir nun dieses Pferd und das blaue NASA-Emblem hier wieder ein, erkennen wir etwas deutlicher, dass es sich im tieferen Sinne wohl um die gleiche kodierte Botschaft handelt. Damit gewinnen die Verschwörungstheorien um das blaue Pferd vor dem Flughafen von Denver an Plausibilität, dass damit tatsächlich ein großes Unglück oder die Apokalypse angedeutet wird. Die apokalyptischen Reiter. Mit vier Pferden wollen sie kommen, um die Menschheit und die Natur zu dezimieren. Mit drei Pferden aus dem Weltraum und einem Pferd hier auf der Erde? Ist das der Code? Um die Dezimierung der Menschheit und die Zerstörung des Planeten geht es auch auf den Wandmalereien, die man im Eingangsbereich des Flughafens findet. Kunst aus Sicht der Freimaurer? Diese verstörenden Bilder mit Trauer, Leid und Entsetzen finden wir im Jefferson Terminal des Denver Airport. Beim Jefferson Terminal handelt es sich um die große Empfangshalle mit der charakteristischen Zeltstruktur. Ankommende Gäste oder die, die den Flughafen verlassen, werden mit sowas konfrontiert, einem übergroßen maskierten Soldaten mit einem Gewehr in der einen Hand und einem Schwert in der anderen, während Feuer und Ruinen auf das Ende hinweisen. Das Leid verursacht riesige Flüchtlingsströme und wenn man genau hinschaut, scheint der letzte Flüchtlingsstrom besonders die Muslime zu treffen. Ein Hinweis auf unsere Zeit? So eine trauernde Mutter mit ihrem Kind in den Armen ist uns bereits aus einem anderen Video bekannt. Ob diese Künstler versuchen, uns eine gemeinsame Botschaft zu vermitteln? Ist das der letzte Akt, bevor es so richtig losgeht? Auch dieses kleine blonde Mädchen kennen wir bereits aus dem Subliminal-Video. In Denver hat sie es wohl nicht mehr geschafft. Und noch was enthüllt dieses Bild, es geht wohl nicht nur um die Muslime, sondern allgemein um die Zerstörung der Kulturen, wie im unteren Bereich dieses Gemäldes deutlich zu erkennen. Das Böse ist hier nicht etwa ein Deutscher, wie viele in diesen Soldaten gerne hineininterpretieren, sondern die aktuelle Weltordnung, die noch immer auf der römischen Staatsideologie basiert, meinen die Auftraggeber. Auf diesem Gemälde befinden sich noch mehr Untergangsszenarien wie dieser brennende Urwald. Im Jahre 2019 wurde auch das traurige Realität. Die Umwelt schützen bzw. retten, dafür sollen Kinder sorgen, bei den Kleinen will man ansetzen. Ein weiteres Gemälde zeigt, wie die Kinder dieser Welt die Waffen niederlegen und sich eine neue Zukunft schmieden, während der düstere Soldat mit gebrochener Waffe unschädlich gemacht begraben liegt. Der Künstler sieht danach paradiesische Zustände auf uns zukommen, mit Frieden unter den Völkern und dem Gleichgewicht und Einklang mit der Natur. Und damit endet die Bildergeschichte aus dem Denver Airport mit einer Verheißung auf eine bunte Zukunft wie bei den Zeugen Jehovas.
Die Zeugen Jehovas haben damit natürlich nichts zu tun, denn Religionen, egal welche, spielen für diese Leute keine Rolle. Und damit sich ihre Zukunft erfüllt, müssen sich vorher einige Dinge ereignen, wie brennende Wälder, Chaos, Zerstörung und Vertreibung und am Ende Kinder, die politisch werden, um den Planeten zu retten. Kommt euch das nicht bekannt vor? Es sind die schlimmsten Waldbrände in Brasilien seit Beginn der Aufzeichnungen 2013. Insgesamt mehr als 72.000 Brandherde, ein Anstieg von 83% im Vergleich zum Vorjahr. Denn unsere Plastikproduktion steigt immer weiter an. Und so auch der Müll. Wenn sich nichts ändert, könnte sich die Menge in den Meeren bis 2025 verdoppeln. Die Radikalität der Klimakrise auch nur mit einer Radikalität, mit einer entsprechenden Radikalität der Aktionsform einhergeht. Und offenbar werden wir ja nicht ernst genommen, wenn wir halt weiterhin nur unseren Protest auf die Straße tragen. Deshalb denke ich, dass offensichtlich ist, dass wir unseren Protest auch an die Orte der Zerstörung tragen müssen, um so eben den Druck auf die Politik zu maximieren und endlich wahr und ernst genommen zu werden. Wahr und ernst genommen werden möchte dieses Wohlstandskind der deutschen Klimabewegung und überhaupt scheint Deutschland eine besondere Rolle zu spielen bei der Neuordnung der Welt, wie hier am Denver Airport Jahre zuvor malerisch in Szene gesetzt, wo ausgerechnet ein deutsches Kind die Zukunft aller gestaltet. Welche Zukunft da gestaltet wird, geht aus diesem Gemälde ebenfalls hervor, denn wir sehen hier einen Hammer, der da aus dem Schwert eine Sichel formt. Hammer und Sichel, das Symbol derer, die für uns ihre Zukunft schmieden, versuchen, einen nie dagewesenen Neosozialismus, wo Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit zu grenzenloser Liebe und Verschmelzung der Kulturen führen sollen. Und sie wird legitim und rechtens sein, diese neue Ordnung, wenn sich Mehrheiten für sie entscheiden. Doch noch ist Zeit für eine Gegenbewegung gegen diesen Weltsozialismus, den sie da über lange Zeit geplant und über unsere Kinder zu formen versuchen, um sich grenzenlose Liebe und Freiheiten zu sichern. Grenzenlose Liebe und noch nie dagewesene Freiheiten unter Hammer und Sichel. Das ist die Zukunft, die uns bevorsteht und die über unsere Kinder schleichend umgesetzt werden soll. Davon sprechen die Wandmalereien vom Denver Airport. Dass Deutschland hier eine besondere Rolle spielt, passt in unsere Zeit und macht nachdenklich und wird seit über 25 Jahren von diesen Bildern vorhergesagt. Oder ist das alles von langer Hand geplant? Und wer sind diese Planer und Erbauer des Flughafens überhaupt? Flughäfen können in den USA auch von privat gebaut werden und bekommen dann eine Zulassung vom Transportministerium, wie hier beim Denver Airport im Jahre 1995 erfolgt. Seitdem sind diese Sponsoren und Erbauer verschwunden und untergetaucht und können sich zu diesem Projekt auch nicht mehr äußern. Zurück blieb dieser Stein, eine Zeitkapsel mit vagen Hinweisen auf die Freimaurer und deren ehrenwerte Großmeister. Freimaurer haben bekanntlich die USA gegründet und deren Siegel findet man noch heute auf der Dollarnote. Diese Pyramide mit dem allsehenden Auge befindet sich auch auf dem großen Siegel der USA. Die 50 US-Bundesstaaten haben ebenfalls eigene Siegel und sollte Denver, das zu Colorado gehört, tatsächlich die geheime Weltzentrale der Illuminaten sein, müsste sich dann auf deren Siegel nicht ebenfalls eine Pyramide mit dem allsehenden Auge befinden? Und hier haben wir das Siegel von Denver, Colorado mit dem allsehenden Auge. Es ist das einzige Siegel unter den 50 Bundesstaaten, das diese Symbolik trägt.
Der Flughafen von Denver stünde damit auf heiligem Boden der US-Freimaurer, womit an den Gerüchten, dass sich dort die geheime Weltzentrale der Illuminaten befindet, schon was dran sein könnte. Auf diesem Stein wird noch eine New World Airport Commission erwähnt, was an den Ausdruck New World Order erinnert. Auch das sei wieder eine Verschwörungstheorie, denn auf dem Stein stünde nicht New World Airport Commission, sondern New World Airport Commission, was eine komplett andere Bedeutung hätte. Aber egal, wie man den Schriftzug nun dreht oder wendet, diese New World Airport Commission hat bis heute weder Namen noch Spuren hinterlassen. Ein privat gebauter Flughafen und kein Hinweis auf die Erbauer. Die Kommission, die Milliarden Dollar an Konstruktionskosten aufgetrieben hat, hätte sich, ohne einen einzigen Namen zu hinterlassen, in Luft aufgelöst. Die Amerikaner, wenn es um Geld geht, so selbstlos wie die Mönche in Tibet. Das will man uns glauben lassen und da ist noch mehr in diesen Stein gemeißelt. Illuminati. Wer das Buch kennt oder den Film, weiß, dass die Illuminaten versuchen, die kirchliche Ordnung des Vatikan durch eine Antimateriebombe zu beenden. Doch eine Sache, was im Buch zu finden ist, wurde nicht verfilmt, nämlich wie der Protagonist Robert Langdon von den USA aus in die Schweiz in nur einer Stunde eingeflogen wurde. Mit sowas hier, einer X-33 Geheimtechnologie, basierend auf einem Aerospike Wasserstoffantrieb und einer Titan-Silizium-Carbid Außenbemantelung. Die X-33 wurde von Lockheed Martin entwickelt und geht auf den Prototypen X-23 aus dem Jahre 1966 zurück, als Lockheed Martin noch Martin Marietta hieß. Das Hightech-Unternehmen Martin Marietta hat noch ganz andere Dinge entwickelt, wie zum Beispiel die ersten beiden Mars-Sonden Viking 1 und 2, und auch die beiden Voyager-Sonden, die mittlerweile das Sonnensystem zu den Sternen verlassen haben. Martin Marietta hat die amerikanische Luft- und Raumfahrt maßgeblich mitgeprägt und baut auch geheime Untergrundbasen und das nicht nur in Denver. Und die Verbindung zum Denver Airport finden wir hier auf dem Stein der Weisen Freimaurer, die Martin Marietta als mitwirkendes Unternehmen beim Bau des Denver Airport ganz oben mit aufführen. Ein Unternehmen, das für Bergbau, Geheim- und Hochtechnologie steht, hat am Denver Airport mitgewirkt. Die werden ganz sicher keine Toiletten gebaut oder Fliesen verlegt haben. Und Martin Marietta für den Bau einer Flughafen-U-Bahn mit 3 Stationen zu beauftragen, wäre ganz sicher eine Beleidigung für deren Intelligenz. Die Jungs haben bereits Sonden auf dem Mars und zu den Sternen geschickt. Welchen Beitrag hat nun diese Firma beim Flughafen von Denver geleistet? Nehmen wir kurz an, dort gibt es tatsächlich irgendwelche geheimen unterirdischen Basen für den geplanten oder ungeplanten Weltuntergang und den Zusammenbruch der Systeme, dann müsste diese autark sein. Sprich, sie müsste zum Beispiel ihre eigene Stromversorgung haben. Finden wir auch dazu irgendwelche Hinweise? Hier haben wir eine Liste mit den größten Flughäfen der Welt. Darauf ist Denver International auf Platz 20 gelistet und wäre somit nur Mittelmaß. Auf Platz 1 liegt Atlanta International mit fast doppelt so vielen Fluggästen. Der Atlanta Airport hat eine Fläche von 1900 Hektar, was 19 Quadratkilometern entspricht. Das ist schon viel. Aber Denver International, der auf Platz 20 liegt,
hat eine Fläche von 13.000 Hektar, was 135 Quadratkilometer ergibt. Enorm viel Land für ein Privatunternehmen, um darauf nur einen Flughafen zu betreiben. Zum Denver Airport zählt auch diese Solarzellenfarm mit einer Kapazität von 10 Megawatt. Damit könnte eine Kleinstadt oder unterirdische Basen ganzjährig mit Strom versorgt werden. Auf dem Airport-Gelände wird auch Öl und Gas gefördert und das über 76 Pumpen. Auch das würde ausreichen, um sich unabhängig von der Außenwelt zu versorgen. In unmittelbarer Nähe befindet sich dann auch noch dieser See mit einer Wasserader, die direkt zum Flughafen führt, womit auch dieser Bedarf gedeckt wäre. Der Standort Denver Airport ist somit ideal für eine geheime Untergrundbasis, wo man sich im Falle einer Apokalypse unter seinesgleichen für Jahre zurückziehen könnte, ohne das Elend der Überlebenden an der Oberfläche zu teilen. Kennt ihr das? Wenn jemand in flagranti erwischt wird, heißt es immer, es ist nicht so, wie es aussieht. Genau diesen Eindruck hinterlässt der Denver Airport mit seinen Kunstobjekten über die Freimaurer bis hin zu den Geheimtechnologien oder der autarken Energieversorgung. Alles weist auf einen großen Plan und unterirdische Anlagen hin. Sind das alles nur Verschwörungstheorien? Wie denkt ihr darüber? Die Kommentarfunktion steht euch für eure Antworten offen. Und damit sind wir schon wieder am Ende angelangt. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir bitte ein Like. Und dieses Video oder das Projekt Norman Investigativ im Allgemeinen könnt ihr natürlich wie immer durch eine kleine Spende unterstützen. Ich würde mich freuen, euch wiederzusehen. Bis bald.